Hallo, wir stehen auf dem Gelände der Stadtwerke Dresden. Hier standen mal drei große Gasometer. Einer ist abgebaut, der eine als Ruine noch. Und der hinter mir steht, den haben wir vor 15 Jahren zu einem Panoramagebäude umgebaut. Deswegen heißt es jetzt nicht mehr Gasometer, sondern Panometer. Panorama und Gasometer wurden zum Panometer. Und heute zeigen wir, und seit 27.01.24 zeigen wir hier ein Projekt, das heißt Amazonien. Es ist schon mehrfach von uns an anderen Standorten gezeigt worden. Es liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil es ist ja nicht nur Amazonien, wir wissen, die ganze Klimadiskussion, all diese Sachen kennen wir. Wir haben davon nicht viel erzählt, aber wir wollen hier die Schönheit und die Komplexität dieses wahnsinnigen Naturschauspiels auch zeigen. Man schafft es natürlich nicht, Natur ist immer viel, viel größer, als wir es schaffen. Aber ich denke, es ist ein Projekt, was derjenige, der noch nie was von Amazonien gehört hat, wirklich einen, glaube ich, sehr, sehr tollen Eindruck kriegt. Ich möchte mit euch heute eine kleine Begehung dieser Ausstellung machen und dafür gehen wir jetzt einfach mal rein. Wir sind im Inneren, das Panometer, und hier zeigen wir jetzt die Ausstellung Amazonien. Vorher haben wir immer gezeigt Dresden 45, die Zerstörung Dresdens und das barocke Dresden im 18. Jahrhundert. Und jetzt haben wir überlagert, also mit einer, das geht ja heutzutage also ganz gut, mit Folien haben wir überdeckt diese alte Ausstellung, so kann man sie immer schnell wechseln. Also ich sage das nur deswegen, weil diese Ausstellungen immer wieder laufen, also wer Interesse hat, sollte sich informieren. Da kann man diese Ausstellung also in den nächsten Jahren immer wieder sehen. Und Amazonien soll jetzt diese Struktur von Amazonien, wollte ich hier gerne darstellen. Das ist das erste oder eigentlich genau gesagt das zweite große Naturbild. Und die Komplexität dieses Naturraumes zu zeigen in einem Panorama, das war die Herausforderung. Und das ist immer die Herausforderung, wenn man ein ganz bestimmtes Naturphänomen aufgreift und in einem Panorama zeigen will. Ich will mit euch jetzt durchgehen. Wir werden kurz durch die Ausstellung gehen und dann im Panorama sehen, was das Ergebnis ist. Wenn man von Amazonien redet, redet man natürlich auch von einem Naturraum, der ja Millionen alt ist. Aber wirklich entdeckt, neben den indigenen Völkern, die dort schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden leben, hat die westliche Welt, hat sie erst mit Humboldt, also vor fast 200 Jahren, wurde diese Welt erst entdeckt. Und wenn ich von Humboldt rede, dann verbindet mich mit Humboldt auf gar keinen Fall sein Wissen. Als er ins Amazonasgebiet gefahren ist, hatte er natürlich ein wahnsinniges Wissen schon, ja, als Wissenschaftler. Aber was mich verbindet mit ihm, ist sein Zeichnen. Er ist wirklich in einen Raum gegangen, wo keiner Ahnung hatte, was das eigentlich für eine Welt ist. Das waren Mysterien, Märchengeschichten und so weiter. Und er ist wirklich in dieser Zeit, man muss sich vorstellen, mit Reisemöglichkeiten, die nichts mit dem zu tun haben, was wir heute haben. Also auch Gefahren, die er ausgesetzt war. Hat aber sozusagen in seinem Reisematerial hatte er Zeichenzeug. Er hat viel geschrieben, aber er hat gezeichnet, gezeichnet, gezeichnet. Und das Tolle daran ist, seine Zeichnungen sind nicht unbedingt das, was man sagt, ganz raffinierte Zeichnungen oder eine große sozusagen Genauigkeit oder Perfektion, sondern die Zeichnungen waren dafür da, dass er sich erinnerte an das, was er gesehen hat. Also er hat Pflanzen gezeichnet, er hat Tiere gezeichnet, manchmal ein bisschen krumm und kreblich, sodass man sagt, das kann man vielleicht ein bisschen besser machen. Aber was das Wichtigste davon ist, als er zurückgekommen ist, seine Niederschriften und seine Zeichnungen waren Ausgangspunkt von seiner wissenschaftlichen Arbeit, die danach kam, die so komplex war. Und ich glaube, wenn er die Zeichnung nicht gehabt hätte, wäre er nicht in der Lage gewesen. Und ich, in meiner Naivität, ich muss euch sagen, ich habe gerade mal einen Baum von einer Blume unterscheiden können. Ich hatte Botaniker mit dabei auf der Reise, die mir also vieles erklärt haben. Aber ich habe denen gesagt, als wir auf dem Fluss, also Rio Negro fuhren, habe ich gesagt, jeden Abend, bringt mir irgendeine Pflanze, ich schneide sie auseinander und zeichne sie. Ja? Und dann war ich auf einmal in der Lage, mit den Botanikern
ich, der ich keine Ahnung hatte, habe ich auf einmal mit denen geredet. Ich habe gesagt, guckt mal hier, guckt mal, wie das verbunden ist. Das habe ich gestern geschnitten, sieht ja dem ähnlich und so. Und dann fing die an, sich mit mir zu unterhalten auf einer Ebene, die, wenn man das von außen betrachtet hätte, sagt man, da reden Leute miteinander, die also was zu sagen hatten. Ich will nur sagen, das Zeichen öffnet sozusagen, ich sage ja immer ein Instrument des Lebens, es öffnet eben auch Dinge, die wir mit dem normalen Sehen ohne die Unterstützung des Zeichens nie sehen würden. Deswegen will ich euch jetzt gar nicht so viel von dieser informationsdichte Ausstellung zeigen. Wir werden jetzt noch an zwei Stationen Halt machen. Ich will euch aber jetzt ein paar Zeichnungen zeigen, ja, die ich unterwegs gemacht habe. Und vor allen Dingen will ich euch zeigen, die ersten Entwürfe, also wie bin ich an dieses Panorama herangegangen. Und da gehen wir jetzt mal zur nächsten Station. Also, lieber Herr Humboldt, vielen Dank für die Arbeit, die du für uns geleistet hast. Weil er hat den Regenwald als erster wirklich in der westlichen Welt wissenschaftlich durchforscht. Wir haben zwei ganz, ganz tolle Insektenforscher, die uns schon begleiten, also seit vielen, vielen Jahren. Und immer wenn es um solche Themen geht, werden die sofort gerufen. Und das sind leidenschaftliche, wirklich Forscher. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, Insekten, naja, wer weiß, was das ist. Ja? Aber ich merke jetzt, was das für ein profundes Fach ist und mit was für einer Leidenschaft man da reingehen kann. Also das kann man sich nicht vorstellen. Und sie haben uns also mit allen Genehmigungen, die es gibt, haben sie uns diese Insektenkästen präpariert. Und das ist wirklich eine Riesenleistung. Ja, also wenn man alleine darüber könnte ich eine ganze Episode drehen. Und wir haben hier mal versucht, die Vielfalt in ein paar Kästen, das geht jetzt rundherum, in ein paar Kästen zu zeigen. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was an Insekten im Regenwald existiert, meinetwegen auch weltweit. Eine Botaniker hat mir mal gesagt, also wir haben wohl etwa 10 Millionen Tiere in dieser Welt. Also wenn man jedes Insekt und die großen Tiere zusammenzählt. Man dachte aber zu der Zeit, es gäbe vielleicht nur 4.000 Lebewesen. Und diese Katalogisierung dieser Geschichten ist also eine Geschichte, die wirklich noch in die Neuzeit geht. Also das ist noch nicht gang und gäbe gewesen. Also, was wir hier machen, ist, diese Vielfalt anzudeuten. Ja, Käfer, Schmetterlinge und so weiter. Was aber sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man die zeichnet. Das Zeichnen von Schmetterlingen mit den Mustern, das ist so eine riesen Inspiration. Oder Käfer, es gibt so viele verschiedene Käfer, das kann man sich nicht vorstellen. Ungeheuer absurde Figuren sind das, die könnte man alle in Science Fiction reintun. Ich glaube sogar, dass Science Fiction bilden und sozusagen auch in dieser Tierwelt Inspiration finden. Also, ich habe natürlich auch sowas gezeichnet und wir gehen jetzt ins Panorama. Wir werden natürlich das nicht alles zeigen können im Panorama, aber ich glaube, dieses Panorama hat es geschafft, vieles zu vereinen, was ich in 4 Reisen im Amazoniengebiet erlebt habe. Und dort erzähle ich euch, wie der Vorgang war, dieses Panorama zu entwickeln. Thank you.
So, wir haben ja in der Mitte immer einen Turm und diesmal stehen wir auf der 6-Meter-Ebene. Nicht umsonst, weil die 6-Meter-Ebene in diesem Bild die Ebene ist, wo der Horizont ist. Und auf diese Ebene habe ich dieses Bild berechnet und auch dann konstruiert und letztendlich dann auch durchgesetzt. Und viele fragen mich, wie macht man das? Also wie geht das? Ich habe 4 Reisen gehabt in das Amazonengebiet und das ist immer bei Naturthemen ist das immer so, man muss erst mal reingehen, weil man kennt diese Natur ja nicht. Also man muss sich erst mal inspirieren lassen, man zeichnet dort, man fotografiert und wenn man dann zurückkommt, dann merkt man eigentlich, dass man erst mal den ersten Überblick über so ein Gebiet bekommen hat und dann fängt man an, eine Zeichnung zu machen, wie man diese verschiedenen Formen, Naturformen zusammenbringt. Und dann merkt man, es fehlt so viel. Da muss man nochmal hinfahren, nochmal fotografieren, nochmal versuchen, sozusagen Dinge zusammenzubringen. Und je mehr man dort ist und je öfter, ich war wie gesagt 4-mal, umso genauer blickt man, weil man dann genau weiß, ich brauche noch diese Wuchsformation, ich brauche noch das, da gibt es Wasser, da gibt es Berge, da gibt es Täler und so weiter. Und für mich geht es hier immer darum, jedenfalls versuche ich das, einen Naturraum zu entwerfen, den ich so nie gesehen habe, aber der viele verschiedene Erfahrungen zusammenbringt. Und da hilft mir natürlich das Zeichnen sehr. Und wenn ihr jetzt seht, wie viel Stadien das durchwandert hat, dann zeige ich euch nur ein paar von diesen Stadien. Das sind Zeichnungen, aber es sind eben auch Collagen, die ich erstmal mit ein paar Bildern, die ich gemacht habe, sozusagen entwickelt habe. Also wenn ihr Interesse habt, dieses Bild zu sehen, es ist in Dresden, im Panometer Dresden. Und ich glaube, es ist ein Bild, was mir selber auch immer wieder gefällt. Es hängt jetzt hat schon in 3 anderen Standorten gehangen und jetzt ist das 4. hier in Dresden. Und es hat natürlich auch wieder einen unglaublich tollen Sound mit komponiert von Erik Babak und Lichtgeschichten, die mich immer wieder freuen, dass wir dieses Projekt gemacht haben. Ich tauche wirklich ein und man kann sich hier fallen lassen. Und ihr werdet hier sehen, welchen Bezug ich sozusagen durch diese Zeichnung, die ich mache, zu so komplexen Naturgebieten auch haben kann. Weil ich wirklich durch die Zeichnung meine Gedanken erstmal fixieren kann und dann immer sicherer werde, diesen Weg zu gehen. Ich wandere jetzt noch ein bisschen rum. In diesem Sinne.